Liebe Freunde des Wortes Gottes, wir kommen nun in der Reihe Jesus Christus, Heiland und Herr, zu der Lektion 5, nämlich drei Schlüsselerlebnisse oder Ereignisse im Leben Jesu Christi. Dazu beginne ich mal mit einem Vers aus dem Propheten Jesaja 40, Kapitel 40, Vers 3. Stimme eines Rufenden in der Wüste. Bahnet den Weg Jehovas. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Ich lese hier aus der Clever Studienbibel. Habe die Elberfelder 1905 geöffnet, darum auch richtigerweise das Wort Jehova, also nicht Herr, das wäre falsch, sondern Jehova, das ist die einfachste, bekannteste Aussprache für JHVH. Allerdings weiß niemand, wie das im Verlauf der Geschichte sich gewechselt hat und wie man das, und wir sind aber Deutsch, wir reden Deutsch, wir lesen Jehova, ganz einfach, ohne Verrenkungen. Also wir kommen zu dem Thema Jesus Christus, Schlüsselereignisse in seinem Leben. Das Manuskript lege ich drauf, weil es ist einfach offensichtlich zu schwierig, wenn man die Bibel, wenn man hören muss und abschreiben muss, was ich diktiere. Also zeige ich euch, wie ihr an das Manuskript kommt. Ich gehe dazu zurück auf die Eingangswebseite. Die Eingangswebseite heißt bibelkreis.ch. Ja. Dann gebt ihr auf LADWGAYT, klickt drauf und dann wisst ihr, was es heißt, Lehre aus dem Wort Gottes auf YouTube. Und dann zu der fünften Lektion, drei Schlüsselereignisse im Leben Jesu. Und wenn ihr das so draufklickt, dann könnt ihr so lange abschreiben oder ausdrucken, wie ihr wollt. Aber es ist wichtig, dass ihr es abschreibt und übertragt dann in eure Bibel als Kettenangabe oder in euer Lehrbuch, wie auch immer. Aber Lesen allein bringt eigentlich nichts. Da kommt ihr wieder zurück, seht ihr? Und da seid ihr wieder da. Also drei Schlüsselereignisse. Beginnen wir hier jetzt heute mit die Taufe und der Täufer. Johannes der Täufer kam als der Wegbereiter Jahwes, Jehova, dem Herrn Jesus Christus. Zweitens, Johannes der Täufer verkündigte einen Aufruf zur Buße, Umkehr. Menschen, die zur Buße bereit waren, ließen sich von Johannes im Jordan taufen. Drittens, Johannes der Täufer war nicht das Licht, er zeugte von dem Licht. Er war nicht der Messias, er wies auf den Messias, den Sohn Gottes, hin. Dann zeige ich auch, was ihr hier machen könnt. Das ist ein kleiner Einschub. Und dann kommt ihr in dieses Forum und da wurde über Taufe, allerdings jetzt christliche Taufe, sich ausgetauscht. Da seht ihr, was die christliche Taufe beinhaltet. Vier Lehrpunkte. Mit dem Herrn Jesus Christus gestorben, Römer 6. Dem Gesetz gestorben, Galater 3. Der Philosophie, also Politik, gestorben, Kolosser 2. Der Welt gestorben, 1. Petrus 3. Und dann könnt ihr noch einige Dinge nachlesen,
über die Glaubenstaufe. Das ist ein ganz kleiner Exkurs. Mehr ist aber an und für sich auch nicht notwendig. Dann könnt ihr hier, wenn das dann funktioniert, auf diesen Link gehen. Und aber es funktioniert irgendwie momentan nicht, weil das auf einer kopierten Webseite ist. Okay, wie auch immer, wir gehen wieder dahin. Und dann haben wir, wie ich das vorhin gezeigt habe, nochmals, also den Einschub Taufe, gehen wir wieder zurück. Die Art der Taufe. Wer sich von Johannes taufen ließ, seine Taufe, die es heute nicht mehr gibt, die gab es nur für Israeliten. Dann vielleicht noch einen kleinen Einschub Forum. Ah, so funktioniert das. Forum, das ist ein christliches Forum, ein PHP-Forum. Da könnt ihr euch da oben eintragen und dann selber Fragen stellen oder Antworten geben. So. Also ich kann da nochmals zurück, Einschub Taufe. Jetzt mal schauen, ob es jetzt geht. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Also wissen wir das schon. Dann sehen wir die Bedeutung der Taufe. Es war keine christliche Taufe. In den Evangelien gibt es keine Christen, also auch keine christliche Taufe. Die Evangelien, da war der Herr fast ausschließlich unter Juden. Dann die Versuchung, die Umstände der Versuchung, der Zweck der Versuchung, die Bedeutung der Versuchung, die Verklärung, dann auf dem Berg, da findet ihr das alles. Und da könnt ihr sehen, wie man Notizen macht während einer Bibelstunde. Jawohl. Und da aus der Bibelstunde eine andere Notiz. Das wäre nun also der Schritt über drei Schlüsselerlebnisse Christi, also nochmals die Taufe, die Versuchung und die Verklärung. Da habt ihr viel, um abzuschreiben und nachzulesen. Also diese einzelnen Bibelstellen unbedingt im Wort Gottes nachlesen. Das ist jede Mühe immer wert. Ich wünsche euch viel Freude und Kraft und Ausdauer beim Betrachten dieser Lektion und Abarbeiten dieser. Bis zum nächsten, bis zur Lektion 6.